Güte, ey, das hat jetzt gedauert. Oh, da war das hinterher so einfach, ey. Das war so dämlich. Ich glaube, das werde ich auf jeden Fall ein bisschen rausschneiden, denn ich glaube nicht, dass ihr Lust habt, hier über eine Folge zu gucken, wie ich hier die Dinger rumschiebe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich das hier abkürze. Okay. Und das muss das letzte Teil von Herodianas Ensemble sein. Bemerkenswert. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Kann ich das anziehen? Schade. Ich möchte raus. Bitte, bitte, bitte lass mich hier raus. Ich will nicht mehr. Habe ich schon erwähnt, dass mir Rätsel nicht liegen? Stimmt, schon wieder Nacht, ne? Natürlich. Warum ist hier eigentlich eine Truhe eingezeichnet? Nee, das war für die Treppe. Hallo, Homura. Wenn wir schon mal da sind. Mögliche Spiele für das Klassenzimmer. Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziele auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. Natürlich.
Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Natürlich. Sieh her. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Ja, haben wir es auch. Hier waren wir eigentlich noch gar nicht fertig, ne? Ich glaube, ich mache aber auch gleich wieder Schluss. Wird spät. Dankeschön. Boah, es dauert fast eine halbe Stunde. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deek. Deek kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deek glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu. Ausrüstung hat automatisch ein Hauptwerk der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern oder deine Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleine Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Neue Tierwesen können in Bauen, also in Bauen gefunden oder also im Bau, also im Bau. Okay. Oder in Aufträgen freigeschaltet werden.
Neue Eigenschaftsrezepte können in Banditenlagern gesammelt werden. Oh, Entschuldigung. Oh. Ist eigentlich erstmal egal, was wir nehmen, ne? Schön. Was sollte ich dir zeigen? Dick, ich habe den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja. Indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Diek ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Diek nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Diek weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Danke für deine Hilfe, Diek. Eigentlich sind sie ja noch mit allem durch. Das war trotzdem schön. Jetzt frage ich mich halt, wie oft man die jetzt füttern muss. Nach welcher Zeit geht das? Ob wir hier später auch irgendwie noch bauen müssen? Treppen, Böden? Ha.
Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hübsche Mauer. Naja, trotzdem schön. Also der Raum der Wünsche ist echt cool, kann man nicht anders sagen. Und wie geil ist das denn bitte, dass du so einen Ort für dich hast und dann noch mit ganz vielen tollen Tieren. Das ist doch ein Traum. Aber die Frage ist natürlich, wir sind jetzt in der 5. Klasse und ja, jetzt mal abgesehen natürlich, dass es schon angefangen hat, sind wir jetzt theoretisch noch 3 Jahre hier. Und was passiert dann mit dem Ort und mit den Tieren? Klar, Deke hat gesagt, dass wir die dann hinterher mit Unterstützung zur Adoption freigeben können, so nach dem Motto. Aber es ist ja schon irgendwie traurig, wenn man die Tiere, die man großgezogen hat, dann abgeben muss. Jetzt würde ich natürlich gerne an den Nestern gucken, ob ich noch andere Tiere einfangen kann. Das wäre natürlich echt cool. Ich will auf jeden Fall Niffler. Niffler ist cool. Und auf jeden Fall würde ich gerne, oder? Wir suchen mal hier die Banditenlager ab. Wegen den Tieren, die da eventuell noch in den Käfigen halt drinstecken. Ich glaube, das war doch hier in den Lagern. Dann würde ich mich gerne da mal nochmal versuchen durchzugucken. Fangen wir denn da an? Was war hier denn? Ja, gezwungenermaßen müssen wir ja auch die ja, die nicht ganz so hübschen Tiere wahrscheinlich einfangen. So, nicht mehr wirklich Banditenlager. Was haben wir hier? Niffler. Da haben wir Niffler. Ich meine, das war doch hier bei diesem Lager, ne? Wo sie die Tiere eingesperrt hatten. Ich probiere es einfach mal aus. Ich gucke einfach mal. Beziehungsweise wir gucken mal. Vergiss immer irgendwie zu markieren. So. Hast du markiert. Und dann werden Besen. Oh, Schmetterling.
unbedingt das, was ich wollte. Naja. Dann steigen wir ab. Packen wir wieder erstmal Zauber wieder drauf. Das, das. Und den. Und dann machen wir den. Na. Ach, Mensch. So. Ist jetzt aber kein Tier eingesperrt hier. Hey, es hatten ja, glaube ich, nicht alle Lager-Tiere. Gott. War das überhaupt bei den Lagern? Ich hoffe es. Ich möchte die Tiere schon gerne aus ihren Käfigen befreien. Ich hoffe, ich konnte das. Ich hoffe, das reichte, wenn wir jetzt Stufe 1 hatten. Ich würde dann einfach mal beim nächsten Lager gucken. So, der weg. Ich möchte da jetzt eigentlich ungerne da ins Gebiet, wo die Spinnen überall da sind. Was hatten wir denn hier? Achso, die Kröte, ja, stimmt. Ich hoffe, ich finde das wieder. Jetzt habe ich so lange drauf gefiebert, dass ich endlich alle Humora beherrsche. Und jetzt finde ich die blöden Käfige nicht mehr. Offenbar haben wir einen Eindringling unter uns. Nun, was es auch war, es ist weg. Die Jagd beginnt. Das heißt, es ist vollkommen egal. Unbemerkt und trotzdem kommen die da angeschissen. Aber hier ist auch kein Käfig mit einem Tier drin. Hä, wo waren die denn? Aber das sind doch die Wilderer-Camps. Oder etwa nicht? Oder waren die nochmal ab extra gekennzeichnet? Laut Kobold kennen ja gar nicht.
Das ist ärgerlich. Ich war mir so sicher, dass in dem einen oder anderen Camp ein Tier drin war. Und hier liegt schon wieder jemand. Da unten? Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Tagebucheintrag 1 von 2. Ich hasse es, Angst zu haben, aber es gibt kein Zurück. Ich habe jetzt 2 der Flüche gemeistert, aber um mehr zu lernen, muss ich schwören, dass ich ihnen dienen würde. Sie dürfen meine Angst nicht bemerken, sie flüstern schon jetzt hinter meinem Rücken. Man hat mir beigebracht, schwarzen Magiern nicht zu trauen, aber ich kann auch nicht aufhören, bevor ich genug Magie erlernt habe, um Claire, mich selbst und ganz Upper Hogsfield zu schützen. Bardolf. Ah, okay. Das hatte sich ja, glaube ich, erledigt. So, was hatten wir jetzt hier? Ach, hier sind wieder die Jobbies. Revelio. Ärgert mich jetzt schon wieder ein bisschen. Ich war mir so sicher, dass sie das sind. Da noch mal gucken. Wenn da auch jetzt gleich nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich hätte jetzt eingedacht, in diese Wilderer Verstecke und dass sie dann halt da auch die Käfige haben. Die sind jetzt aber nicht irgendwie weg, nur weil wir jetzt die nicht sofort befreit haben. Hallo, Homura.